Lieben, heute gibt es wieder ein Make-up-Tutorial und zwar geht es um diesen Look. Ich habe dafür die Flawless-Palette von Make-up Revolution benutzt, die wirklich sehr, sehr vergewaltigt aussieht, ja. Viele haben sich einen Look mit dieser Palette gewünscht, da sich sehr viele diese Palette zu Weihnachten gewünscht haben. Finde ich sehr cool, ist ein schönes Geschenk. Und da sehr viele nach einem Look gefragt haben, habe ich euch diesen Look hier geschminkt. Das ist nur mit dieser Palette, also das meiste ist aus der Drogerie. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch und viel Spaß. So, meine Hautpflege habe ich schon aufgetragen. Ich beginne jetzt als erstes mit dem Primer. Und als Primer benutze ich den Porefessional von Benefit. So, und den trage ich einfach so in tupfenden Bewegungen auf. Vor allem hier, weil da meine Poren sehr groß sind. Und dann auch hier auf die Stirn und Kinn. Ich color correcte heute mal nicht, wow, weil ich benutze hier diesen Concealer, der ist von LA Girl. Das ist die Farbe Creamy Beige und das hat so einen leichten orangestichigen Underton und deshalb kannst du halt so dunkle Augenringe super abdecken. Das trage ich jetzt einfach unter die Augen auf, so bis hier nach hinten. Weil ich nicht so der große Fan von Foundation bin, beziehungsweise noch gar keine gute gefunden habe, nehme ich einfach meinen Naked Skin Concealer in der Farbe Medium Light Neutral, also sozusagen als Foundation, weil das die perfekte Farbe ist, die perfekte Deckkraft. Und das kommt jetzt einfach überall hin, wo ich so was noch abdecken möchte. Rötungen, kleine Pickel. Das Ganze verblende ich jetzt mit dem Beauty Blender. Ich beginne eigentlich immer unter den Augen. Als erstes, damit sich da die Farben nicht vermischen. Ich trage auch ein bisschen immer auf meinem Lid auf, damit das Ganze einheitlicher aussieht. Jetzt haben wir alles abgedeckt, jetzt müssen wir nur noch highlighten und konturieren. Jetzt nehme ich mir hier den MAC Pro Longwear Concealer in der Farbe NC30 und der deckt nochmal wirklich die kompletten Augenringe richtig krass ab. Ihr habt das perfekte Highlight und dann benutze ich hier von NYX den Concealer, aber nur die dunkle Seite, um halt zu konturieren. Der Concealer ist krass deckend, wenn du da zu viel auftragen würdest. Sieht es einfach so aus, als hättest du einfach nur ein Cakeface. Um das Ganze ein bisschen auszugleichen, kommt auch ein bisschen hier was zwischen die Augenbrauen, ein bisschen auf die Stirn, bisschen die Nase. Hier und hier. So, und das verblende ich jetzt auch erstmal mit dem Beauty Blender. Dann mache ich das jetzt einfach so hier. Ein Stückchen hier. Aber versucht es nicht ganz in die Mitte zu bringen, also bleibt einfach hier ganz außen. Dann so ein paar Pünktchen hier. Ganz wichtig. Der Chin. So, damit kannst du so leicht dein Doppelkinn verstecken. Es ist ja kein Doppelkinn, es ist Babyspeck. Aha. Dann wieder verblenden. So, jetzt haben wir das Ganze mit den Creme-Produkten erledigt. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen setzen. Ich benutze hier das Transparentpuder von Trended Up und damit baken wir jetzt. So, dann nehme ich jetzt mir hier ein bisschen Puder. Drücke das einfach hier so ganz leicht drauf, ohne großartig zu pressen. Wenn wir jetzt so aussehen, ist es sehr gut. Jetzt mache ich bei den Augenbrauen weiter. Ich bürste da erstmal alles durch, damit das ganze Puder so ein bisschen abgeht. Dann nehme ich mir den NYX Tame & Frame in der Farbe Brunette. Also das ist so ein schönes, dunkles Braun. Ich beginne eigentlich hier unten. Von da aus gehe ich dann weiter hier nach unten bis zu meiner Augenbrauenspitze. Dann noch die andere Seite. Dann fülle ich das Ganze. Und jetzt kannst du hier oben entlang. Ich mache es dann hier an der Ecke ein bisschen rund. Und dann mache ich den Rest hier unten so ein bisschen. Also hier will ich versuchen, so eine Gerade hinzubekommen, so eine Linie. Deshalb gehe ich jetzt nur hier so ein bisschen entlang. So, dann nehme ich jetzt hier meinen Precisely Matte Brow Pencil von Benefit. Bürste einmal ganz gut durch. Weil der macht das halt, wie der Name schon sagt, ein bisschen precisely. Ganz leicht hier so. So, und dann wieder bürsten. Das hier nach oben. Und schon sind wir mit einer Augenbraue fertig. Jetzt nehme ich mir hier meinen Fit Me Concealer von Maybelline und hier einen Pinsel von Zoeva, das ist der Smudger. Und der hat die perfekte Form, um deine Augenbrauen damit praktisch zum Randen und alles nochmal aufzuräumen. Und jetzt kannst du dir einen Pinsel nehmen. Ich nehme jetzt hier einen von The Body Shop und die sind so weich. Und damit entferne ich jetzt das Baking bzw. wedel das so leicht weg. So, und wenn ihr das so wegwedelt, solltet ihr das perfekte Highlight haben. Und es sollte alles schön matt sein. Um jetzt ein bisschen mehr Farbe zurückzuholen, nehme ich jetzt hier meine NYX Palette und trage da so ein bisschen diese bronzigen Farben auf, um leicht wieder zu konturieren, aber auch das Ganze ein bisschen dunkel zu machen. Und dann verblende ich das so in kreisenden Bewegungen. Immer wenn ihr Lidschatten-Make-up sozusagen anfangen möchtet, braucht ihr immer eine Übergangsfarbe. Glaubt mir, das Verblenden wird einfacher. Ich gehe jetzt als erstes in dieses schöne Braun. Das ist einfach so ein neutrales Braun und sehr, sehr natürlich. Und damit gehe ich jetzt einfach in die Lidfalte. Ich gehe da einfach so vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten.
nehme ich mir diesen kleinen Pinsel hier, so einen kleinen Pencilbrush und gehe jetzt in diese Farbe. Das ist eher so ein schönes Bronzeton. Der ist aber schon ein bisschen dunkler. Aber den trage ich jetzt schon mal auf, damit ich so ein bisschen mehr vertiefen kann, aber schon mal den dunklen Ton habe. Da nehme ich aber nicht viel, wirklich ganz, ganz wenig. Ich habe jetzt hier auf meiner Hand auch schon ein bisschen Produkt abgegeben, damit ich ganz wenig habe. Das kommt jetzt hier ganz nach außen. Ich tupfe das erstmal so rund. Machen wir mal auch auf der anderen Seite. Dann nehme ich meinen Blenderpinsel und verblende das so ganz, ganz sanft nach innen. So sollte das jetzt ungefähr aussehen. Jetzt könnt ihr die ganzen Farben hinzufügen. Jetzt nehme ich mir so einen weichen Lidschattenpinsel. Gehe jetzt in diesen bronzigen Ton hier. Den Pinsel so abklopfen, damit ihr nicht zu viel Produkt bekommt. Und das kommt jetzt auf der Mitte von unserem Lid. Das müsst ihr auch leicht tupfen, aber auch gleichzeitig verblenden. Jetzt mal draufdrücken, tupfen. Und versucht es nicht zu weit nach oben aufzutragen. Ich habe es jetzt wirklich hier nur auf der Mitte von meinem Lid. Ich nehme einfach den Blenderpinsel, den ich am Anfang genommen habe. Und verblende jetzt nur noch hier die Ränder sozusagen. Also das hier ganz oben. Auch ganz leicht. Ich benutze, also ich gebe kaum Druck oder so ab. Jetzt nehme ich mir noch so einen Lidschattenpinsel und gehe jetzt in die Farbe daneben. Das ist eher so ein Gold, würde ich schon sagen. Da auch unbedingt den ganzen Überschuss abklopfen. Und das kommt jetzt in den Innenwinkel. Da drückt ihr jetzt auch erstmal so leicht dran. Und dann so ganz leicht über die andere Farbe packen. Jetzt nehmt ihr den Pinsel, womit ihr die mittlere Farbe hier aufgetragen habt. Und geht jetzt ganz leicht über das, was ihr im Innenwinkel aufgetragen habt, damit das sich da ein bisschen verblendet. Dann nehme ich wieder den Blenderpinsel, den ich am Anfang genommen habe und verblende das auch ganz leicht. Jetzt nehmt ihr wieder diesen runden Pinsel, was wir hier benutzt haben. Und da ist ja noch ein bisschen Farbe drauf, deshalb benutzt ihr einfach die Farbe. Ganz leicht, ohne Druck. Nicht so sehr in diese Farbe, sondern mehr so in die Lidfalte. So, ich habe jetzt hier so einen Highlighter. Der ist von Catrice, das ist von Le Marie, die Nummer 40. Ganz minimal so einen Innenwinkel, weil der hat einfach so einen schönen hellen Highlight. Den trage ich auch unter die Augenbrauen auf. Da müsst ihr jetzt keinen Lidschatten auftragen, weil wir haben ja Concealer aufgetragen und das reicht eigentlich so uns als Highlight. So, ich trage jetzt von House of Lashes die Iconic Lashes auf. So, also bevor die falschen Wimpern draufkommen, biege ich sie noch einmal. Ich nehme jetzt hier die Perversion Mascara von Urban Decay und trage sie jetzt einmal ganz kurz auf. Es ist immer ganz wichtig, hier den Innenwinkel dran zu kleben. Wenn ihr merkt, die sind leicht angetrocknet, könnt ihr da eure echten mit den falschen so ein bisschen zusammenquetschen. So, jetzt lasse ich das ganz kurz trocknen und nehme jetzt die zweiten Wimpern hier. So, um das besser zu positionieren, nehme ich immer meine Finger, vor allem die so leicht reinzudrücken. Jetzt kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Und da nehme ich mir jetzt erstes hier meinen Kajal. Der ist von L'Oreal, das ist der Infallible. So, das kommt jetzt auf die Wasserlinie. So, der ist nicht so krass deckend, deshalb finde ich den eigentlich ganz gut. So, jetzt nehme ich mir kurz meinen Black Track von MAC und so einen kleinen Pinsel nehme ich mir noch, um hier nochmal im Innenwinkel drüber zu gehen. Ich mache mir auch so einen kleinen Eyeliner da. Das sieht dann einfach besser verblendet aus. Ich nehme jetzt mir hier wieder einen Smudger, der ist aber sauber. Jetzt gehe ich in dieses dunkle Braun und damit verblende ich so diesen unteren Wimpernkranz. Vor allem so ein bisschen mit dem Schwarz, damit es ein bisschen leichter wird. So, immer schön mit dem Finger verblenden. Ihr könnt dafür auch einen anderen Pinsel nehmen. Jetzt nehme ich mir wieder hier Le Marie. So, jetzt nehme ich mir so einen kleinen Pencilbrush, um das so präzise aufzutragen. Und zwar hier so in den Innenwinkel. Damit sieht das Auge ein bisschen größer aus. So, jetzt müssen wir die unteren Wimpern tuschen, damit wir auch einen besseren Ausgleich haben. Und da könnt ihr übertreiben, weil die oberen Wimpern jetzt ziemlich, ziemlich fett sind, müssen wir die halt ausgleichen. Also am besten so im Zickzack-Mode. Jetzt machen wir weiter mit dem Gesicht. Und da wollte ich das Ganze ja so leichter vertiefen. Jetzt nehme ich die dunkelste Farbe hier. Trage die so ein bisschen nochmal hier auf. So, die Nase konturiere ich mit diesem Lidschattenpinsel von Essence. Ich glaube, das ist hier Mr. Mocha Bean. Und so einen angeschrägten Pinsel, der ist von BH Cosmetics. Und dann gehe ich so ein bisschen entlang der Nase. Ich habe auch ein Video zur Nasenkontur, könnt ihr euch gerne angucken. Da erkläre ich, wie ich das bei mir mache. Jetzt nehme ich mir diese Sleek Palette, das ist Eye and Cheek Palette. Das ist Dancing Till Dusk, das ist nämlich so eine kleine Travel Size Palette. Und da nehme ich jetzt dieses Orange. So, als Highlight benutze ich diese Palette hier von NYX, und zwar die drei unteren Farben. So, über die Wangenknochen ganz leicht highlighten. Wasser ist ganz leicht. Wir hauen voll rein. Ich trage als erstes einen Lip-Liner auf, der ist von Trended Up. Das ist die Farbe 420. Und jetzt könnt ihr den
Lippenstift auftragen. Der ist hier von NYX. Das ist der Liquid Suede in der Farbe Soft Spoken. Und so sieht der fertige Look aus. Die Lippen sind jetzt schön matt. Ich finde, das ist ein schöner classy Look. Und ihr könnt es super gut mit Produkten machen, die nicht so teuer sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann findet ihr hier das letzte Video. Und da könnt ihr mich abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.